Mit Dampf geht alles. Da kann man alles mit lösen. So, jetzt kann ich das Foto ohne Probleme ablösen. Oh, es ist ein Bild von Max, meinem Ex-Freund. Das Bild von meinem Ex-Freund Max, kurz nach seinem Skiunfall mit eingegipstem Bein. Wenn ich mich nicht täusche, dann stammt das auch aus meinem Koffer. Jemand hat mit Filzstift unter das Foto geschrieben, der arme Kerl, er muss zum Arzt. Na warte, wenn ich denjenigen erwische, der hier meine Sachen übers Schiff verteilt, schicke ich ihn auch auf die Krankenstation. Aha. Auf die Krankenstation, ja? Das ist dann wohl der letzte Hinweis, ne? Oder der nächste Hinweis. Aber die ist doch abgeschlossen. Die Tür zur Krankenstation ist abgeschlossen. Ja, eben. Die Krankenstation ist leer. Zumindest ist niemand zu sehen. Aber gut, laut dem Hinweis sollte da das ja drin sein. Verdammt. Ja. Kann ich das vielleicht mit Marzipankartoffeln aufbrechen? Oder komme ich da vielleicht mit der Karte rein? Die Schlüsselkarte passt nicht. Na, ist ja doof. Das Bild von meinem Ex-Freund, jemand hat mit Filz... Schicke ich ihn auf die Krankenstation, ja. Also das hätte ich jetzt als Hinweis gedacht, aber... Oder ist... Achso, warte mal, ist hier vielleicht irgendwas? Nö. Die ja, Krankenstation... Außer, dass sie leer ist. Sie sieht ja auch nicht ihren Koffer oder so. Hier war mal die Klingel, um den Portier zu rufen. Aber dann hat sie irgendwer kaputt gemacht. Wer das wohl war? Ehrlich. Keine Ahnung, wo sich der Portier rumtreibt, aber er muss hier irgendwo in der... Es ist Nacht, er schläft bestimmt. Ich schicke ihn auf die Krankenstation. Das hat sie ja definitiv mal gesagt, oder? Sie führt in den Rumpf des Schiffes. Die ist verplombt und ich sehe derzeit keinen Grund, die Plombe aufzubrechen. Verplombt. Die ist verplombt und ich sehe... Alle verplombt. Das war's. Ja, okay. Kann ich hier eigentlich noch irgendwo hin? Gesperrt, gesperrt, nicht gesperrt. Aber hier war ja nichts. Genauso wenig wie hier. Oder? Ja. Ne, Moment, hier. Der Sonnenschutz mag extrem schick sein. Ob er extrem zweckmäßig ist, würde ich aber mal bezweifeln wollen. Also es soll ja in der Krankenstation was sein, aber wie komme ich da rein? Tja, vielleicht komme ich ja in irgendeine andere Tür rein, wer weiß. Jetzt. Oh, nee, das ist durchgegangen. Ich wollte gerade sagen, das Kabel oder was? Scheint keiner drin zu sein. Ja, das ist klar. Warum sind jetzt auch wieder nirgendwo welche drin? Das kann doch nicht wahr sein. Scheint keiner drin zu... Ist der Koffer zufälligerweise aufgetaucht? Nö. Das hängt hier ganz gut. Hm. Okay. Also ich habe das Foto. Und das soll ein Hinweis sein. Wie gesagt, ich hätte ja... Oder komme ich vielleicht... Vielleicht kann ich das ja mit dem Foto knacken. Ne? Herzlichen Glückwunsch! Du hast es tatsächlich geschafft! Was? Was? Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin Oskar und du bist Nina. Stimmt doch, oder? Ja, aber... Siehst du? Hätte ich echt nicht gedacht, dass du es wirklich schaffst. Hab mir extra so viel Mühe gegeben. Aber du warst wirklich gut. Was? Mühe gegeben? Womit? Mit der Schnitzeljagd natürlich. Du meinst, du hast die ganzen Zettel geschrieben? Und du hast... Ja, toll, oder? Du hast meinen Koffer geklaut und meine Sachen auf dem Schiff verteilt? Nein, der Koffer lag die ganze Zeit hier rum. Ich habe ihn gefunden und deinen Namen gelesen. Und ich dachte, du möchtest ihn bestimmt wiederhaben. Okay, fassen wir kurz zusammen. Du hast den Koffer also nur gefunden? Ja, er lag die ganze Zeit hier drin. Best Boy. Hast du gesehen, wer ihn hierher gebracht hat? Nein, keine Ahnung.
Ist doch aber auch nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass du die Schnitzeljagd geschafft hast. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt erleichtert sein soll, dass hinter der ganzen Aktion kein psychopathischer Irrer steckt oder... Naja, Hauptsache der Koffer ist wieder da. Aber wer hat ihn hierher gebracht? Und warum? War doch ein tolles Spiel, oder? Ja, ganz toll. Tu mir nur den Gefallen und sag mir nächstes Mal bitte vorher Bescheid, wenn du wieder so ein Spiel machen willst. Versprichst du mir das? Okay. Danke. Und jetzt husch husch ins Bett. Okay. Gute Nacht, Nina. Schlaf schön. Ich mache mir die ganze Zeit fast in die Hose und denke über Psychopathen und wer weiß was nach. Und dann will so ein kleiner Rotzlöffel nur eine Schnitzeljagd machen. Ich glaube, ich zeige allmählich schon erste Anzeichen von Verfolgungswahn. Vielleicht sollte ich in Zukunft nicht hinter jeder Kleinigkeit eine Verschwörung vermuten. Aber nach meinen Erlebnissen in Tunguska, wie dem auch sei, ich sollte mich mal eine Stunde hinlegen und etwas entspannen. Nimm den Koffer mit. Halt's Maul, sonst mache ich dich kalt. Was? Hält ja gar nichts aus. Na, wie geht es Ihnen? Mir ging's vermutlich schon besser. Mein Kopf. Keine Sorge, es ist alles okay. Sie haben nur eine kleine Gehirnerschütterung. Noch ein paar Stunden Ruhe und Sie sollten wieder topfit sein. Haben Sie die Typen schon erwischt? Welche Typen? Na, die in meiner Kabine waren. Davon weiß ich nichts. Aber darum liege ich doch hier. Sie liegen hier, weil Sie mit dem Kopf gegen eine Tür geknallt sind. Wohl eher umgekehrt. Ich laufe doch nicht einfach so aus Langeweile gegen Türen. Wir sind auf einem Schiff. Da kann man durch eine größere Welle schon mal aus dem Tritt kommen. So ein Humbug. Man hat mir die Tür gegen den Kopf geknallt. Und was ist mit den Typen, die in meiner Kabine waren? Was für Typen denn? Frau Jordan hat erzählt. Frau Jordan? Wer soll das sein? Katharina Jordan ist ebenfalls Gast an Bord. Ich glaube, sie ist gerade dabei, zusammen mit dem Kapitän das Protokoll für die Versicherung auszufüllen. Ach, tatsächlich? Wo? Ich nehme an, im Restaurant. Aber ruhen Sie sich doch erstmal ein bisschen aus. Sie können dann ja später... Mich ausruhen? Ja, das kann ich in der Tat später tun. Jetzt will ich erstmal wissen, warum diese Schnepfe überall herum erzählt, ich würde in meiner Freizeit gern gegen Türen laufen. Auf die Erklärung bin ich aber gespannt. Vor allen Dingen, wer ist das? Also das ist wahrscheinlich der Schiffsarzt. Und dann kam also diese Welle und Frau Kalenko ist gegen die Tür geknallt? Sie sollten sich jetzt besser ganz genau überlegen, was Sie antworten. Oh, Frau Kalenko, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Geht es Ihnen besser? Wir sind gerade dabei, den Unfallbericht aufzunehmen und Frau Jordan war so freundlich. In der Tat, Frau Jordan ist so unglaublich hilfsbereit und sie erzählt so gern. Ob Ihre Geschichten dabei den Tatsachen entsprechen oder nicht, spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Ich verstehe nicht. Frau Kalenko, Sie sollten sich nicht so aufregen. Das ist schlecht für Ihre Gesundheit. Der Arzt hat Ihnen doch bestimmt strikte Bettruhe verordnet. Das könnte Ihnen so passen. Ich wüsste nur gern, warum Sie solche Lügen erzählen. Hat man Ihnen als Kind nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt? Ganz ruhig. Sie scheinen sich von dem Schlag an den Kopf noch nicht ganz erholt zu haben. Immerhin bin ich geistig noch klar genug und kenne den Unterschied zwischen die Tür an den Kopf geknallt bekommen und gegen die Tür laufen, womit ich Ihnen ja deutlich was voraus habe. Sind die Schmerzen immer noch so schlimm? Ich werde Ihnen gleich mal zeigen, was wahre Schmerzen sind. Aber, meine Damen, ich schlage vor, wir verschieben den Bericht auf den nächsten Aufenthalt im Hafen, wenn sich die Gemüter wieder etwas beruhigt haben. Aber... Ich denke, ein bisschen Ruhe könnte Ihnen beiden ganz gut tun. Ich würde vorschlagen, Sie gehen jetzt beide erst einmal in Ihre Kabinen. Genießen Sie die Kreuzfahrt und wenn es Ihrer und unserer aller Entspannung dient, dann gehen Sie sich in den nächsten beiden Tagen etwas aus dem Weg. Ich werde ja wohl noch... Ich denke, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt, oder? Ja? Das freut mich. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß auf der Kalypso. Warum erzählt diese Katharina Jordan so einen Mist? Entweder sie will sich unglaublich wichtig machen oder... Wo ist denn eigentlich meine Handtasche? Das kann doch echt nicht sein. Hier verschwinden ja mehr Sachen als im Bermuda-Dreieck. Hier wird ja wohl keiner reinmarschieren und meine Handtasche klauen. Andererseits, irgendjemand war gestern in meiner Kabine. Und vielleicht hat diese Katharina Jordan auch einen sehr guten Grund dafür, dass sie so sinnlose Geschichten über meinen angeblichen Unfall erzählt. Aber warum sollte sie in meine Kabine einbrechen und meine Handtasche klauen? Und da war ja auch noch diese männliche Stimme. Egal,
Ich werde sie mal auf meine dezente Art danach fragen. Vielleicht gibt's ja eine ganz einfache Erklärung dafür. Aber bevor ich mich bei Frau Jordan blamiere, sollte ich auf jeden Fall erst beim Portier nachfragen. Die hat's auch nicht einfach. Okay. Nächtlicher Besuch an Bord der Calypso. Nina hört Stimmen aus ihrer Kabine. Bevor sie herausfinden kann, was da vor sich geht, schlägt man ihr die Tür gegen den Kopf. Als sie aus ihrer Bewusstlosigkeit erwacht, erfährt sie, dass die Passagierin Katharina Jordan den nächtlichen Überfall als Ninas eigene Ungeschicklichkeit darstellt. Will sie sich nur wichtig machen? Oder verfolgt sie damit eine bestimmte Absicht? Hat sie vielleicht sogar etwas mit dem Verschwinden von Ninas Handtasche zu tun? Wer weiß. Ist das jetzt eigentlich ihr Koffer? Endlich habe ich meinen Koffer wieder. Sind zwar keine allzu persönlichen Sachen drin, wäre aber trotzdem sehr ärgerlich gewesen. Na los. Mal sehen, was für halbwegs brauchbare Klamotten ich da drin noch entdecken kann. Den Bikini werde ich auf jeden Fall mal zurück in den Koffer legen. Ja, gut. Was? Bademantel? Baseballkappe? Rote Socken? Okay, jetzt habe ich mich mit einem Bademantel, einer Baseballkappe und ein paar roten Socken ausgestattet. Ich bin ja hellauf begeistert. Ja. Mein Hausschuhersatz. Nicht sonderlich hübsch, aber ich mag sie. Schön weich und flauschig. Kann ich die jetzt auch anziehen? Zu diesem Outfit rote Socken? Oh. Auf diese Idee würden nicht mal Männer kommen. Und die haben schon extrem kranke Modefantasien. Meine Frisur sitzt zwar bei jedem Wetter, aber das wäre mutwillige Zerstörung. Warum nimmst du es denn überhaupt mit? Max fand, dass mir Baseballmützen nicht stehen. Vielleicht mag ich sie deswegen so gern. Flauschig. Flauschig? Ich bleib lieber bei meinem aktuellen Outfit. Warum hast du es denn dann mitgenommen? Minno. Okay, aber so langsam füllt sich das Boot. Also, wir haben einen Oscar noch hier, einen Schiffsarzt, einen Portier, den Captain sowieso, ist klar. Dann noch eine Dame. Und diesen komischen... Scheint keiner drin zu sein. Und der ja irgendwie... schlecht drauf ist. Und diesen... diesen komischen... Verkäufer da. Mit dem Beauty Case. Scheint keiner drin zu sein. Bloß zackig. Was ist denn das schon wieder? Noch ein paar scheint auf etwas zu warten. Passagier? Ja, auf was wartet er denn? Auf jeden Fall macht er gern Fotos. Hallo und guten Tag. Oh, schönen guten Tag. Wir haben uns, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Mein Name ist Feng Li. Sehr erfreut, Nina Kalenko. Warten Sie auf etwas? Ja, auf meine Wäsche. Kommt die hier vorbei? Was? Ich meinte, verstehe ich nicht. Vermissen Sie jetzt auch Ihren Koffer? Nein, wieso sollte ich? Ich dachte, Sie warten auf Ihre Wäsche. Ja, aber was hat das mit meinem Koffer zu tun? Fragen ständig mit Gegenfragen zu beantworten, bringt uns vermutlich beide nicht wirklich weiter. Wir sollten nochmal von vorne anfangen. Ja. Sie warten also auf Ihre Wäsche? Ja, schon seit Ewigkeiten. Wie lange dauert das noch? Im Waschraum ist so eine Klingel an der Wand. Wenn die Ring macht, dann ist die Wäsche fertig. Oh, alles klar. Deswegen wartet er auf seine Wäsche. Schließe dann mal mit den Worten des weisen Konfuzius. Der in Geduld sich üben kann, wird am Ende saubere Wäsche haben. Okay. Tatsächlich, es ist Wäsche in der Waschmaschine. Und Stoff. Ein Stück Stoff. Sauber und so gut wie neu. Nimm mit. Das kann man immer gebrauchen. Stoff. So, das ist die Klingel, ja. Oh, hier gibt's keinen Ausfluss mehr, wollte ich gerade sagen. Die Programmwahl scheint defekt zu sein. Ja, die Wäsche scheint fertig zu sein, aber offensichtlich schaltet die Maschine nicht automatisch ab. Dann müsste jetzt die Klingel klingeln, oder? Die Klingel ist festgeschraubt. Die soll's ja auch nicht mitnehmen. Ach so, deswegen klingelt sie wahrscheinlich auch nicht. Wenn sie zu festgeschraubt ist, das wäre gut. Okay, also eigentlich ist die Wäsche fertig. Na, gibt's was Neues? Nein, derzeit nicht. Aber Sie können mir gerne ein bisschen Gesellschaft leisten. Danke, vielleicht später. Ja, ich wollte ihm doch nur sagen, dass die Wäsche eigentlich fertig ist. Aber der wartet wohl wirklich nur auf das Ring.
Okay. So. Ah, Portier. Guten Morgen. Ich weiß, das hört sich etwas seltsam an, aber ich vermisse jetzt auch noch meine Handtasche. Schönen guten Morgen. Wo haben Sie sie denn zuletzt gesehen? Ich behalte meinen Verdacht gegen Katharina Jordan besser erstmal für mich. In meiner Kabine. Und jetzt ist sie nicht mehr da? Merkwürdig. Aber ich werde mich sofort darum kümmern. Ihren Koffer habe ich übrigens bereits in Ihre Kabine gebracht. Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Aber was haben Sie eigentlich mit dem anderen Koffer gemacht? Dem von William Patterson? Ich? Nichts? Haben Sie ihn denn nicht wieder abgeholt? Nein, denn der Koffer war nicht mehr da. Was? Seltsam. Ich werde jedenfalls die Suche nach Ihrer Handtasche sofort in die Wege leiten. Enthielt sie etwas Wertvolles? Geld, Ausweis, Führerschein und einige sehr persönliche Dinge. Von dem üblichen Kram wie Schminkzeug mal abgesehen, alles Sachen, ohne die ich ziemlich aufgeschmissen bin. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden alles unternehmen, damit Sie Ihre Handtasche so schnell wie möglich zurückbekommen. Das ist nett. Dankeschön. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Fassen wir zusammen. Jemand war in meiner Kabine. Ich wurde niedergeschlagen und man hat sowohl meine Handtasche als auch den Koffer von diesem verunglückten Typen geklaut. Stellt sich die Frage, warum? Und welche Rolle spielt Katharina Jordan mit ihren Lügengeschichten? Tja. Scheint spannend zu werden. Okay. Gehen wir doch mal Was hier rein. Was läuft denn da? Ist das nicht dieser Typ, der schon seit Wochen durch die Medien geistert? Was? Hört die Worte des Propheten Sandona. Der große Tag des Herrn ist nah. Hm. Dieser Tag wird ein Tag des Grimmes. Ein Tag der Trübsal und der Angst. Ein Tag des Wetters und des Ungestüms. Okay. Des so Wetters. Sagt es der Prophet und so sag ich es euch. Gottes Zorn wird all jene treffen, die unrein in Körper und Geist sind. Und er wird keine Gnade walten lassen, sie endgültig zu zerschmettern. Na sowas. Doch für all jene, die reinen Herzens sind, für all jene, die sich Puritas Cordis nennen, ist der Tag der Errettung nahe. Na klar. Denn sie werden nicht von der Welle des Umbruchs hin fortgerissen. All jene, die unserer Gemeinschaft Puritas Cordis angehören, werden auf dieser Welle einer neuen Zukunft entgegengetragen. In eine neue Weltordnung. Ein neues Reich Gottes. Okay. Lobet den Herrn. Preiset Puritas Cordis. Ja, ist gut jetzt. Ich mach den Mist mal aus. Na bitte. Was ist denn das für eine Gestalt? Und wie seltsam veranlagt muss man sein, um so einer Sekte wie Puritas Cordis beizutreten? Denn seht, die Apokalypse ist nah und all jene werden im ewigen Höllenfeuer braten, die nicht sofort ihr gesamtes Geld auf unsere Schweizer Bankkonten überweisen. Ach, sowas regt mich echt auf. Kann ich nachvollziehen. Oh, was gibt's denn hier Leckeres? Kann ich nicht anwählen. Und ein Foto gibt's hier. Und kein Foto. Das Foto eines kleinen Seriendarstellers, der wohl irgendwann mal mit diesem Schiff gefahren ist. Ein leerer Rahmen. Entweder hing hier mal ein Bild oder es soll noch eins rein. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen Bekannten. Rosen. Achso, warte mal, aber ich habe einen Tagebucheintrag bekommen. So. Angst als Marketing. An Bord der Calypso. Der Fernsehprediger Pat Shelton scheint die allgemeine Hysterie bezüglich der aktuellen Naturkatastrophen und des Klimawandels auszunutzen, um Mitglieder für seine apokalyptische Sekte Puritas Cordis zu rekrutieren. Nina lässt sich davon allerdings wenig beeindrucken und vertraut eher ihrem Vater und dessen wissenschaftlichen Kollegen, die sich auf der UN-Vollversammlung in New York mit diesem Thema beschäftigen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Kann ich also eine Rose mitnehmen? Ich stelle gerade fest, dass ich eigentlich viel zu selten Blumen geschenkt bekomme. Ach, das ist traurig. Ich finde, dass ich diese Blumen wirklich verdiene. Ja, genau. Ich stelle gerade fest, dass... Okay, hatten wir schon. Weinflaschenöffner. Als Anker. Ein einfacher Flaschenöffner. Nicht besonders formschön. Das ist ein Anker, mein Gott, ist doch ganz putzig. Jetzt habe ich einen Flaschenöffner in einer Form eines Ankers. Wahnsinn. Habe ich hier sonst noch irgendwas übersehen? Oh, ich drücke die Leertaste und ich sehe gar nichts. Das ist ja mal was ganz Neues. Nee, Fernseher schalte ich nicht nochmal ein, danke. So. Seit wann hatte denn das UFO eine Antenne? Hatte der sie schon vorher? Ah, gut, dass ich Sie treffe. Ich muss mich dringend mal mit Ihnen unterhalten. Müssen Sie das? Ja, es ist wirklich wichtig.
Es geht um die Vorkommnisse auf dem Schiff. Was für Vorkommnisse? Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass an Bord einige äußerst merkwürdige Dinge vor sich gehen? Doch, wenn Sie mich so fragen. Und darüber können Sie mir was erzählen? Ich will erst noch ein paar wichtige Dinge klären. Lassen Sie uns doch heute gemeinsam zu Abend essen. Dann kann ich Ihnen erzählen, worum es geht. Ich weiß nicht. Sie sollten mir schon mal sagen, was Sie eigentlich von mir wollen. Das geht leider nicht mal so eben auf die Schnelle. Und bevor ich mir über den einen oder anderen Punkt noch nicht völlig im Klaren bin, sagen wir 20 Uhr im Restaurant? Okay, da bin ich ja mal gespannt. Prima, vielen Dank. Falls noch was sein sollte, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht beim Portier. Ich habe Kabine Nummer 5. Okay. Komischer Kauz. Aber stimmt schon, auf dem Schiff gehen so einige merkwürdige Dinge vor sich. Da wäre ein bisschen Aufklärung sicher nicht schlecht. Bin mal gespannt, was der mir heute Abend erzählen wird. Aber jetzt erstmal zurück zum Hier und Jetzt. Bis 20 Uhr habe ich noch viel Zeit, um einiges vielleicht auch selbst aufzuklären. Das kennen wir ja. Also wie gesagt, die Antenne... Jetzt kann das UFO nicht nur fliegen, sondern auch rollen. Was für eine technische Revolution. Die Außerirdischen würden vor Neid erblassen. Genau.